Hi Mom! Ewig her, ich weiß, aber du bist die ganze Zeit im Urlaub und deswegen hast du wahrscheinlich mehr zu erzählen als ich. Es ist aber auch echt einiges passiert diese Woche, denn wie du weißt, haben wir angefangen mit dem Office umzuziehen von A nach B. Angefangen haben wir damit, dass wir eine komplett neue Wand reingezogen haben, die vorher nicht im Office war, um einen designierten Schnittraum zu haben. Wir haben hier halt die Wand gezogen, weil es in dem Bereich als einziges kein Fenster gibt. Ne? Hier sind überall Fenster, außer hier. Und weil wir beide Offices, das heißt das alte und das neue, jetzt noch für ein paar Monate am Laufen haben, war der Plan, weil das neue Office ja viel größer ist, dass wir erstmal ein paar Sachen neu besorgen und reinpacken und Stück für Stück die verschiedenen Räume ausstatten, bevor wir mit dem alten Office komplett hinterherziehen. Tag 1 zum richtigen Einzug. Das ist unser Schnittraum. Und wie man hört, sind die Räume alle noch so leer, das ist total halt. Das heißt, wir haben diese Woche super viel Zeit rein investiert, Möbel zu besorgen und ins neue Office reinzubringen. Wenn alles richtig läuft, gucken wir in ein paar Jahren auf diese Aufnahmen zurück. Und weinen bitterlich. Wir haben jetzt gerade bei eBay Kleinanzeigen so schöne, nein, Stühle geholt. Schön sind die nicht, aber effektiv. 7 Stück in schönstem Blau. Der Joscha hat sich bereit erklärt, das alles zu lackieren. Hab ich? Ja. Dann haben wir eine Kommode besorgt, wir haben Arbeitstische besorgt, wir haben Stühle besorgt, wir haben Teppiche besorgt, wir haben Sofa besorgt. Angefangen, Sachen im alten Office abzubauen und rüber zu transportieren. Und jedes noch so vermeintlich kleine Teil raubt so viel Zeit. Und das Office ist so groß, dass es irgendwie immer noch, egal was wir reinstellen, es ist einfach immer noch verdammt leer, es ist gar nichts da. Wir haben mega viel Zeug gemacht diese Woche und gefühlt ist immer noch gar nichts drin. Das ist super krass. Das war ja einfach. Aber so nervig Umziehen natürlich auch sein kann, ist es auch mega aufregend und mega spannend. Und klar, es hat diesen Neufaktor und dass wir viel selber machen. Wir haben die Stühle eben neu lackiert. Wir haben Sachen im Baumarkt extra zuschneiden lassen für unsere Bedürfnisse. Wir haben diese Wand bauen lassen. Und das sind schon Sachen, die lassen es irgendwie dann doch sich sehr, sehr real anfühlen. Aber auch, sag mal ganz blöd, sehr, sehr erwachsen. Irgendwie hat es halt was ganz anderes, wenn man nicht einfach nur irgendwo einzieht, sondern das Ganze wirklich nach seinen eigenen Bedürfnissen anpasst und verändert, vor allem in so einer großen Dimension. Also für mich fühlt es sich groß an. Klar, du hast ganze Häuser von Grund aufgebaut, von daher muss ich dir nichts erzählen. Ich finde es auf jeden Fall trotzdem irgendwie einen ganz neuen Schritt. Karina hat auch geholfen hier beim Umzug. Wir haben unter anderem die Glasvitrine, die bei mir stand, ins Office gebracht. Und wir sind durch verschiedenste Möbelhäuser und Baumärkte gegangen, weil ich auf der Suche war nach einem Werkzeugschrank mit verschiedenen Schubladen und so. Das Ding ist, ich habe irgendwie so mega viele einzelne Kabel und das geht mir ein bisschen auf den Sack, weil ich denke jetzt so zum Umzug macht es vielleicht Sinn, das mit Ordnung anzugehen, dass wir so ein bisschen Ordnung mal schaffen. Okay, wir probieren es jetzt bei Ikea, obwohl ich eigentlich an Baumarkt gedacht hatte. Ich weiß nicht, ob wir bei Ikea Chancen haben, aber Ina hat auch Hunger. Deswegen gehen wir gleich auch noch was essen, weil Ikea hat jetzt vegane Hot Dogs. Karina ist natürlich nicht ganz aus Selbstlosigkeit hier in Ikea mit mir gegangen. Was hast du da? Bilderleisten, weil damit werden wir etwas basteln. Wir kreieren nämlich unsere eigenen Möbel. Bei mir? Ja. Mehr dazu in der nächsten Folge. Aber entweder es gab nichts oder nur sauteuer oder nur saubillo oder ausverkauft. Also wirklich super grauenvoll und eine riesige Zeitverschwendung vor allem, was wir da reingesteckt haben. Karina hat außerdem angefangen, hier die Küche neu zu dekorieren. Herzlich willkommen zu Die Stichsäge. Thank you.
passiert? Ich habe in den Fotomodus umgeschaltet. Ja, es gibt anstatt Epic Slow-Mos jetzt noch ein paar Epic Fotos von mir beim Sägen. Einer der heroischsten Momente meines Lebens und Carina hat ihn mir leider nicht auf Slow-Mo aufgezeichnet. Gott, sorry. Aber ich muss auch sagen, es ist echt relativ schief geworden. Ja. Ja, das waren die Updates für diese Woche. Ich habe eigentlich echt übelst Bock, den Umzug weiter voranzutreiben. Dummerweise gehen wir aber nächste Woche in Urlaub, wo ich mich auch mega drauf freue, auch wenn es nur ein paar Tage sind. Davor habe ich noch einen Dreh und noch einen Tag Office vor mir. Und wenn wir dann wiederkommen, dann geht es nochmal richtig ran, um wirklich alles fertig zu machen in möglichst kurzer Zeit. Jo. Ja, und für alle Leute, die nicht meine Mom sind, könnt ihr natürlich den Channel abonnieren und ein altes Video anschauen und oder wie auch immer. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Mom, bis nächstes Mal. Tschüss.